Ich denke, wir sollten gleich damit anfangen, dann haben wir es aus dem Weg. Okay, hol deine Tasche und dann ab in die Küche. Ich helfe dir. Da wir Energie sparen, machen wir erstmal den Fernseher aus. Soll ja nicht ablenken von den Hausaufgaben, ne? Grace hat Sean am Wochenende. Er scheint es kaum abwarten zu können, wieder bei ihr zu sein. Ja, weil ich so ein guter Dad bin. Was wollte ich sagen? Habt ihr auch früher immer den Fernseher angelassen, während ihr die Hausaufgaben gemacht habt? Natürlich habt ihr das. Ihr habt nebenbei, genau wie ich, Bim Bambino geguckt. Marshall Bravestar, Saber Rider, Flash Gordon, Defenders of the Earth, Gummibärenbande, Darkwing Duck, Captain Baloo, Chip und Chap. Das war noch Zeit. Und heute schauen wir in Spielen Kindern beim Hausaufgabenmachen zu und hören melancholische Musik. Sie lässt uns die Haare an Beinen und Armen sträuben, durchdringt unseren Kopf. Unsere Nackenhaare legen sich wie das sanfte Kissen in unserem Bett. Federn fliegen durch die Luft. Der Wind erzählt eine Geschichte. Und dann sagt der Kleine plötzlich: Dad, ich bin fertig. Kann ich jetzt fernsehen? Dann wollen wir doch mal schauen. Lass mal sehen. Ziemlich gut. Dann bist du fertig. Na, geh schon. Der lügt doch. So. Time for dinner. Wie spät haben wir es denn? Boah, ist ja noch Zeit bis 7 Uhr. Können wir eigentlich mal einen Blick nach oben riskieren? Oder, erstmal haben wir hier noch Post liegen. Bestimmt wieder nur Werbung. Von irgendwelchen Winkeladvokatenfirmen. Es hört sich irgendwie an wie The Struggle Within von Metallica. Oder meine ich das nur? Egal. Als die Eltern vom Kirchgang nach Hause kamen, waren alle Kinder verschwunden. Sie suchten und riefen sie. Sie weinten und flehten. Doch alles war vergeblich. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Shit. Was soll das denn? Wahrscheinlich irgendwie ein Scientology schreiben oder sowas. Sowas weiß ich. So, wir haben gerade gesehen, dass unser Sohnemann genießt hat. Und ich glaube, hier müsste... Aber hier das Bad? Nee, aber hier ist... Da ist doch etwas, was wir noch kennen. Ne? Ums Bad kümmern wir uns gleich. Erstmal wischen wir den Staub ab. Pah. Fernbedienung. Soll ich wirklich... Ja, ich mach's einfach mal. Ich werde auch umzuspringen. Ich kann euch gar nicht filmen. Was soll ich machen? Keine Ahnung. Oh ja, Jason, sag mir, was du später werden willst. Ich weiß nicht. Vielleicht ein Feuerwehrmann oder Astronaut? Ach, warte, ich weiß. Ein Dinosaurierjäger. Ich werde Videospiele machen. Und hier ist die schönste... Oh, ich kann nicht mehr. Okay, das war wohl nicht die stärkste Idee.
So. Wo haben wir denn jetzt das olle Fiebermittel bloß? Was nicht hier in dem. Muss eigentlich hier in dem Schrank sein. Oder ich kann das erst nehmen, wenn ich mit dem geredet habe. Also. Nochmal runter. Gesundheit. So. Das ist bestimmt eine Erkältung. Ich schau mal, ob ich eine Medizin für dich finde. Ja, wahrscheinlich hat er es auch nicht gehört, wie er genistert. Was durchaus logisch wäre, wenn er oben im Badezimmer steht, während der unten niest. Naja, egal, jetzt müssen wir das Ding aus dem Schrank nehmen können. Genauso ist es. So. Schrank lassen wir natürlich offen, damit die Kinder da jederzeit rangehen können. Der hängt ja eh viel zu hoch. Oh, wieder Metallica. The struggle within. Hier, nimm das. Das wird dir helfen. Danke, Dad. Möchtest du dein Abendessen? Abendessen sein. Oh ja, ich habe großen Hunger. Gut, ich schau mal, was ich finde. Ich ruf dich, wenn es soweit ist. So. Was haben wir denn hier? Pizza und Fertiggericht. Ja, es sind beides Fertiggericht. Ne, die Pizza lassen wir mal stecken. Bei Pizza esse ich viel zu oft. Ab in die Mikrowelle. Außerdem will ich euch ja nicht die Pizza-Hydriermaschine aus Zurück in die Zukunft 2 zeigen, die hier versteckt ist. Oh Junge, du weißt wirklich, wie man eine Pizza hydriert. Ich glaube, da ist in dem Ding ist irgendwie Hähnchenkeule und Kartoffeln drin. Also das, was Studenten jeden Tag so fressen. Neben 5-Minuten-Terrinen und das wie dem üblichen Zeug halt. So. Du kannst kommen, Sean. Essen ist fertig. Ich komme! Oh, gleich schon Zeit fürs Bett. Ja, hier noch. Ah. Mal eine Runde jonglieren wieder. Mal gucken, ob unsere Fähigkeiten noch was taugen. Ah. Hey Dad, du kannst ja jonglieren. Ich hab's schon lange nicht mehr versucht. Kannst du es mir beibringen, Dad? Klar, ich zeige es dir. Richtig fasziniert davon. Diesmal habe ich es getan. Zum allerersten Mal in diesem Spiel, wohlgemerkt. Nicht in der Realität, meine geschätzten Freunde.